Nicht was. Ja, aber die rauchen das noch. Ja. So kann ich gucken. Okay. Also, wir sind das Team der Schatzjäger. Wir sind auch die Programmierer von diesem Programm. Und dieses Programm soll eigentlich dazu dienen, dass die ganzen Leute nicht mehr durch die Stadt wandern und die ganze Zeit nur auf ihr Handy schauen, sondern durch QR-Codes, welche auf Werbeplakate drauf sind, auf diese Werbungen aufmerksam werden. Und dadurch müssen sie die halt abscannen und bekommen Punkte. Und durch diese Punkte bekommen sie irgendwann mal auch Rabatte. Und mein Kollege wird Ihnen jetzt zeigen, wie das so mit dem QR-Code abscannen und alles funktioniert. Ja, also ich habe hier einen Probe-QR-Code, wenn ich dürfte. Der ist jetzt als Beispiel für Müller gedacht. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt ein Werbeplakat von Müller abscannen. So, und dann habe ich hier die Datei. Ich habe schon einen Account auf der mit dem Cookie. Der Name ist Oloipop und ich habe einen 80er-Score. Natürlich habe ich jetzt etwas zu viele, um bei Müller 100% zu haben, weil, ja, das geht. Na, bei 50 Punkten, wenn man 50 Punkte bei Müller sammelt, auf 100% und dann könnte man nach einer Zeit vielleicht einen Rabatt bekommen. Das ist aber in unserem Fall noch nicht möglich und so würde das dann aussehen, wenn wir uns neu anmelden würden. An dieser Stelle nennt man einfach mal einen Benutzernamen. Achso. Ja, also, ja, jetzt ist hier halt der neue Benutzername. Ich habe hier jetzt erst einen Score von 5, weil ich halt zum ersten Mal eine Seite besucht habe. Und wenn wir jetzt auf Show Your Points gehen und hier die Prozentsatz von Müller sehen, dann sehen wir, dass ich 10% habe, weil 50% Punkte 100% sind. Mit anderen Worten muss ich noch 10 weitere Müller-Werbeplakate finden, um sie abzuscannen und 100% zu haben. Und ja, so ist es halt.